Und noch eine aktuelle Nachricht hat uns erreicht. Die Bundeswehrkaserne in Köln-Wahn ist am Vormittag vorübergehend abgeriegelt worden. Wie ein Sprecher mitteilte, bestehe der Verdacht auf Sabotage. Dazu wird die Bundeswehr in Kürze eine Pressekonferenz geben. Dann werden Sie natürlich mehr dazu erfahren. Wir schalten aber jetzt erst einmal zu unserer Reporterin vor Ort, Ingrid Bergtram. Was ist denn im Moment der letzte Stand? Welche Informationen liegen uns vor? Ja, es geht jetzt doch sehr durcheinander, kann man fast sagen. Erst hieß es, es gibt keine Pressekonferenz, jetzt soll es doch wieder eine Pressekonferenz geben. Immerhin, die Kaserne hier ist wieder geöffnet worden, hier läuft der Verkehr. Das heißt, man hat hier erstmal die Abriegelung aufgehoben, offenbar hat man neue Erkenntnisse gewonnen. Jetzt kommt hinzu die Nachricht, dass es möglicherweise einen zweiten Sabotageakt geben soll. Der NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen ist betroffen. Dort wurde auch eine Kaserne abgeriegelt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll es auch dort eine Kontaminierung des Trinkwassers geben. Es sind nach wie vor nur Mutmaßungen. Uns wurde wenig bestätigt. Es heißt nur, es gab einen Vorfall. Aber wenn man eben den neuen Mutmaßungen glaubt, dann könnten tatsächlich auch Menschen betroffen sein. Und es doch um eine Trinkwasserkontaminierung geben. Das hat bisher, wie gesagt, die Bundeswehr und auch die Polizei nicht definitiv bestätigt. Warum gibt es denn bisher so wenig Informationen darüber? Ja, das scheint viel Verunsicherung vorzuliegen. Also wir wurden eben erst auf eine Pressekonferenz in Berlin verwiesen und dann hat sie dann doch nicht stattgefunden. Möglicherweise ist da dieser zweite Vorfall eben dazwischen gekommen. Da scheint sehr viel Abstimmungsbedarf da zu sein. Es geht ja dann, wenn in Geilenkirchen, auch um einen NATO-Stützpunkt. Es sind ja auch dann noch verschiedene Organe bei den Ermittlungen involviert. Nicht nur die Polizei, der MAD, der militärische Abschirmdienst. Schirmdienst, der Staatsschutz. Das lässt vermuten, dass es möglicherweise doch um einen Terroranschlag gehen könnte, wenn sich denn das jetzt alles bestätigt. Also jetzt eben der zweite Vorfall, das verdichtet sich jetzt eine Menge. Und deswegen denke ich, wird hier auch sehr viel noch hinter den Kulissen diskutiert, wie man das nach außen trägt und jetzt im Grunde auch darstellt. Hier sind viele Kamerateams versammelt. Die Aufmerksamkeit ist sehr groß. Das heißt, viele Informationen fehlen noch. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Aber schauen wir noch kurz auf diesen Standort in Köln-Wahl, wo du ja gerade bist. Was ist das denn für ein Standort? Ja, Köln-Wahn ist die Luftwaffenkaserne der Bundeswehr mit insgesamt 5.500 Personen, die hier arbeiten. 4.300 Soldaten und Soldatinnen sind hier stationiert. Die restlichen 1.200 sind zivile Personen. Hier gibt es aber auch eben die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, damit eben auch der Bundesregierung. Teile sind hier stationiert. In nächster Nähe ist der Flughafen Köln-Bonn. Also wenn es hier tatsächlich um einen möglichen Terroranschlag gehen sollte, dann ist das natürlich auch ein gefundener Standort, der eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zieht. Soweit also die Informationen, die uns soweit vorliegen. Ingrid Bergtram war das für uns. Und alles Weitere, alle neuen Informationen erfahren Sie weiterhin hier bei uns und auf tagesschau.de.